was dir gefällt. Höre nicht auf sie, wie es dir geht, bestimmst du selbst. Es ist nur wichtig, was du denkst, also gehe nun da raus. Zeig ihnen, wie es geht, immer geradeaus. Mach dein eigenes Ding aus, Geläster wird Rauch. Räum die Steine aus dem Weg, hör auf deinen Bauch. Denke nicht drüber nach, was kommt und passiert. Lebe den Moment, denn die Welt gehört dir. So, hallo Leute. Hallo meine lieben Zuschauer. Ich bin's wieder, euer Holger von Holger Wunderland. Ups, ich habe was vergessen. Die brauche ich ja jetzt nicht mehr. Hallo meine lieben Zuschauer, hallo liebe Fans. Ich bin's wieder, euer Holger von Holger Wunderland. Und ich habe gerade die Maske vergessen. Ja, weil hier im unteren Landkreis, sobald eine Person mehr ist, muss man Maske tragen. Jetzt bin ich aber alleine, das heißt, ich kann die Maske jetzt ablegen. So, das ist passiert. Also, es geht heute um den 7. Teil der Reihe Flucht mit Roller, Fahrrad und Anhänger. Also Flucht mit Anhänger, mit Roller oder Fahrrad. So, das wird erstmal geklärt. Und heute geht es um den Teil Bekleidung. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, wann das Video rauskommt. Wir haben heute Ostermontag. Es schneit gerade bei uns draußen wie Sau. Bleibt nicht liegen, Gott sei Dank. Kann auch sein, dass es gerade auch graupelt oder hagelt. Das ist immer so ein bisschen Dings. Ich habe jetzt mal so eine große Tasche hier gepackt. Mein Tisch ist leider zu klein. Deswegen werde ich jetzt mal die Tasche auf den Stuhl stellen. Weil dann habt ihr mir das voll. So. Ja, fangen wir doch mal als erstes an. Was nehmt ihr denn im Winter alles, was nehmt ihr denn zur Flucht mit? Jetzt ist die Frage, wann wollt ihr flüchten? Wollt ihr im Sommer flüchten, im Herbst, im Winter, im Frühjahr? Muss man dementsprechend natürlich packen. Da es im Moment noch sehr kalt ist, habe ich jetzt für den Winter gepackt. Was ich jetzt nicht dabei habe, ist Winterjacken, weil die konnte ich jetzt auch nicht mit runterschleppen, aber das müsst ihr eh nach eurem eigenen Ermessen machen. So, ich fange mal an und als erstes habe ich mal hier ein Winterhemd. Das ist so schöne Holzfällerfarben. Das hier ist super warm, das ist meins. Das habe ich mir mal vor Jahren gekauft. Ist so zum Unterziehen ideal, weil es ist super warm. So, dann machen wir mal gleich weiter. Dann haben wir hier eine lange Unterhose. Ganz wichtig, das ist eine mittlere Dicke. Die ist, wenn die Temperaturen schon etwas angenehmer sind und nicht mehr so super eisig. Es kommt gleich noch eine, ich habe leider nicht der Reihe nach gepackt. Ne, machen wir gleich anders. Die ist erstmal hier hin. Regnet das schon später. So, genau. Dann habe ich hier nochmal, das ist auch nochmal eine lange Unterhose, die ist ein bisschen dicker. Die ist so, na, so Thermounterhose kann man sagen. Die hält so bis minus, keine Ahnung, kann ich euch nicht sagen, bis wie viel Grad minus. Also ich habe sie einmal auf dem Roller angehabt, da hatten wir minus 10 Grad. Dazu hatte ich hier diese Winterjeans, die ist gefüttert innen drin. Und das Ganze zusammen, bei minus 10 Grad auf dem Roller habe ich nicht gefroren. Also das dazu, gute Kombination. Dann habe ich dazu ein Pullover, ist Baumwolle, ist auch ein Winterpullover, der ist schon recht dick, ich habe noch einen, der ist noch dicker, aber der wäre jetzt schon zu warm. Dann habe ich noch ein dünnes T-Shirt, was ich unterziehen kann und plus das Hemd ist das auch super warm. Dann, falls das Wetter mal angenehmer wird, eine normale Jeanshose. Normale Unterwäsche, zweimal, ich hätte eigentlich dreimal nehmen müssen, aber es wird schon alles so zu schwer. Dann habe ich Frühjahrssocken, die sind etwas dicker, dann habe ich nochmal ein paar Frühjahrssocken, die kann man auch zum Sommer anziehen. Dann ein paar super dicke Wollsocken, die sind extrem warm.
Da kriegt man nicht so schnell kalte Füße. Ein paar normale Socken und eine Tasche, eine Falttasche für die Drecksachen. Dann habe ich noch dabei eine Wollmütze und einmal eine Pelzmütze. Die ist übrigens gerade auf dem Fahrrad ziemlich warm. So, das wäre schon fast alles. Mehr habe ich jetzt nicht hier. Das ist jetzt auch für diese Jahreszeit. Wenn ihr im Sommer seid, nehmt T-Shirts mit aus Baumwolle, nicht aus Synthetikfasern. Nehmt Baumwolle oder Schurwolle. Es ist zwar alles ein bisschen teurer, aber es soll ja möglichst lange halten. Dann vielleicht noch eine kurze Hose im Sommer. Eine Radlerhose, die ich selber nicht besitze. Auf jeden Fall Socken, Unterwäsche ganz ziemlich viel mitnehmen, weil man, wenn man was wäscht, dass man was wechseln kann. So. Ich meine, das ist jetzt schon eine ganz schöne Latte hier, was ich hier liegen habe. Da kommt noch hier diese Jacke, die ich jetzt anhabe, dazu. Die sieht zwar nicht besonders dick aus, ist aber eine Fließjacke. Und selbst bei Minusgraden auf dem Fahrrad schwitze ich ja drinnen. Also die ist schon ziemlich warm. Dann kommt noch dazu, wir sind ja noch nicht fertig. Dann habe ich hier einmal beispielhaft ein großer Poncho. Der ist wirklich mega riesig, den kann man zur Not auch als Zelt nehmen. Und der hat nochmal hinten eine Rucksackhülle hinten dran, dass man den auch, den Rucksack unter dem Poncho lassen kann. Dieses Ding ist zwar schon etwas älter, aber erfüllt immer noch seinen Dienst. Bloß das Zumachen ist schwierig hier, weil ewig klemmt da irgendwas ein. Ich lasse das jetzt auch mal drin im Video, damit ihr das sehen könnt, dass das hier wirklich nicht so einfach ist, den zuzukriegen. Also zukriegen schon, das ist hinten halt diese Öffnung für den Rucksack. Jetzt muss ich mal gucken, der ist schon wieder zu. So, jetzt muss ich gucken, wie rum muss ich denn jetzt? Achso, also hier ist Kapuze. Das Ding ist wirklich ziemlich groß und gerade fürs Fahrrad gut geeignet, weil nach vorne etwas offener. Nach hinten hängt er richtig, der hängt wirklich gut runter, wie man sieht. Der ist wirklich riesig. Ist auch nicht schwer, deswegen das ganze Ding wiegt, ich schätze mal so 200 Gramm ungefähr. Lässt sich halt nur nicht sehr klein zusammenfalten. Aber auf die Größe, das geht schon. Da kommen noch ein paar Ranger-Bänder dazu. Dann habe ich noch, da habe ich leider im Moment nur die Regenjacke. Regenjacke und dann noch passend die Regenhose dazu. Falls es mal länger regnet und der Poncho nicht ausreicht. Der ist aus Gore-Tex hier. Die Hose ist auch aus Gore-Tex, die ist noch gerade in der Schneiderei. Die muss genäht werden, weil die ist oben ein bisschen zu eng geworden. Ich packe die jetzt hier mit in die Tasche rein. Die ist nicht von der Bundeswehr, das heißt nochmal, die ist halt nicht von der Bundeswehr oder sowas. Die habe ich mir mal in einem Secondhand-Shop gekauft. Ich kaufe ziemlich viele im Secondhand-Shop, weil es doch wesentlich günstiger ist. Und wenn man wenig Geld hat, weiß man, was man hat. Also, zwei Hosen. Auf jeden Fall immer zwei Hosen dabei. Ja. Im Sommer halt dann eben vielleicht auch noch eine kurze Hose dazu. Mützen. Jetzt für den Winter und auch fürs Frühjahr. Im April weiß man sowieso nie, was das Wetter macht. Gestern hatten wir noch, 12 Grad. Heute haben wir nur noch 0 Grad. Also das ist ein echter Unterschied. Und ich packe dann immer die Tasche, so wie ich sie brauche. Halt im Moment mehr für die Wärme, für die Kälte. Und im Sommer dann halt eben mehr T-Shirts, dünne Jacke. Die Jacke, die ich jetzt hier anhabe, die werde ich immer mitnehmen, weil es kann auch im Sommer kalt werden. Und die dünne Unterhose auch, die kann man nämlich dann auch im Schlafsack tragen und man friert auch nicht so schnell. Da braucht man im Sommer auch nicht den allerdicksten Schlafsack mitnehmen,
Aber das kommt in einem späteren Video. Schlafsetup. Das kommt im nächsten Video. Das bereite ich gerade vor. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. So, ich habe das jetzt ziemlich schnell durchgezogen, das soll ein kurzes Video sein. Weil Klamotten müsst ihr euch halt auch immer selber so einpacken, wie ihr sie da habt. Da könnt ihr keine Vorgaben machen. Seht nur immer zu. Genug Socken, genug Unterwäsche, T-Shirts, Pullover. Ich habe jetzt ein Hemd dabei, es kann aber auch Pullover sein. Eine warme Jacke, die kann ich euch jetzt auch nicht zeigen. Die ist vorhin so nass geworden, weil ich die immer noch auf dem Roller trage. Die hängt jetzt gerade zum Abtrocknen. Aber vielleicht zeige ich euch, die habt ihr auch schon gesehen in anderen Videos, das ist so eine grüne Winterjacke, die auch gleichzeitig noch wasserdicht ist, aber atmungsaktiv. Man schwitzt nicht schnell da drin, aber man friert auch nicht, das ist das Gute dabei. Eins habe ich vergessen, egal ob Sommer oder Winter, ihr müsst ein paar gute Schuhe mitnehmen. Ich habe jetzt die hier, das ist keine bestimmte Marke. Die Schuhe habe ich schon seit, ich weiß gar nicht mehr, 3, 4, 5 Jahren. Die trage ich regelmäßig. Bis jetzt ist noch nichts kaputt gegangen an den Schuhen. Außer einmal die Schnürsenkel, die ich tauschen musste. Hier steht ja auch ein Name drauf, sehe ich gerade. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich kann es nicht lesen, Leute. Tut mir leid. Also, diese Schuhe hier. Die sehen jetzt auch im Moment gerade wieder ein bisschen dreckig aus, da war ich gestern wieder unterwegs. Die nehme ich zum Wandern, die sind schon leicht, gefüttert innen drin. Deswegen habe ich auch die dicken Wintersocken dabei, weil dann brauche ich die Schuhe nicht wechseln. Die kann ich wohl sowohl im Sommer als auch im Winter tragen. Im Winter werde ich aber noch ein paar Turnschuhe oder ein paar leichte Schuhe dabei haben, wo ich gut drin laufen kann. Trotzdem werde ich diese hier immer mitnehmen. Also die sind hier wirklich, das sind stabile Schuhe und wenn die imprägniert sind, sind die auch relativ wasserdicht. Das wollte ich nur dazu sagen. Und es müssen nicht immer teure sein. Also ich, was habe ich für die bezahlt? Also ich meine um die 50 Euro etwa. Und ich sage ja, die habe ich jetzt schon mehrere Jahre und sind noch nie kaputt gegangen, bis auf einmal die Schnürsenkel an einem Schuh. Die habe ich jetzt aber nicht mit in der Tasche drin, die kommt in so eine Minitasche rein. Ansonsten trage ich Turnschuhe oder Lederschuhe. Ich bin jetzt nur. Ja, das war's dann wohl mit dem Video. Vorschreiben kann ich euch ja eh nichts. Das war nur eine kleine Vorstellung, was ich mitnehmen würde, jetzt im Moment. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Die Handschuhe. Die Handschuhe sind jetzt hier nicht mit dabei. Die habe ich bei dem Rucksackvideo, was ihr wahrscheinlich entweder nach diesem Video sehen werdet oder ein Video vorher. Das weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Aber ansonsten soll es das jetzt mit dem Video gewesen sein. Ich wünsche euch alles Gute. Vergesst das Abonnieren nicht, vergesst das Liken nicht, vergesst das Dislike nicht, wenn ihr meine Videos nicht mögt. Denkt dran zu kommentieren. Wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig in den Kommentaren. Ich würde ja gerne noch mal ein FAQ-Video machen für euch, aber es kommen so wenig Fragen und die auf die meisten kann ich auch schon in den Kommentaren antworten. Dann stellt sie einfach ruhig. Dann mache ich das nächste Video ein FAQ-Video für euch. Also, tschüssikowski, euer Holger.